Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018 in der Koop-Karriere mit Mike. Hey Leute, mal wieder im Regen, yeah! Und am Ende des Rennens regnet es auch. Oh, ein bisschen hier, ey, schon was? Noch ein bisschen mehr. Warum haben wir immer so einfach natürlich nicht im Regen trainiert. Und hier sieht es aber auch danach aus, als würde es das komplette Qualifying wirklich regnen. Also ich habe gar nicht. Mal haben sie uns da geprankt ein bisschen, aber hier ist ja dolle Regen auch. Wobei der Prank mich eher benachteiligt hat, ne? Also letzte Folge, wer sie nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Also ja, der Prank, nicht, also der Prank war für mich halt eher schlecht. Ich hatte bei dem Prank ja, ich hatte da ja auch nur Glück. Meine, ja, doch eigentlich hatte ich da wirklich Glück. So, ich habe gar nicht trainiert, Jan hat trainiert, aber auf Trocken. Hat ja Belgien auch trainiert, ist da in Belgien mega gut gefahren. Mal gucken, ob das jetzt auch so ist. Mal gucken, ob das jetzt auch so ist. Aber, hey, Italien. Oh, nass und Italien ist echt, also Italien ist generell ja schon, also ist eine Höchstgeschwindigkeits- oder Hochgeschwindigkeitsstrecke. Man sieht ja auch echt viele Geraden. Aber die Kurven, die sind echt tückisch. Weil, also A, die Banden sind nicht so weit weg. B, nicht unbedingt Rasen immer neben der Strecke, sondern neben Bande. Den kleinen Strafen Rasen. Ja, Bande auch, aber Kiesbett. Und Kiesbett ist natürlich noch beschissener als Och nee. Als andere. Oh Gott! Und außerdem sind hier einige böse... Mein Auto ist kaputt. Ist alles in Ordnung? Oh. Das war heftig. Gut, das war's für meine Folge. Mann. Nee, nur mit dem Qualifying. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Lust mehr, Alter. Als ob ich jetzt wieder vom letzten Platz starte. Diesmal wirklich vom letzten. Was hast du denn gemacht? Mann, ey, das gibt's nicht. Ey, das ist unglaublich. Oh, ich muss dich gerade so zurückhalten, um dich richtig zu lachen. Mann, ich will vernünftig fahren. Was hast du gemacht? Das geht's nicht. Mann, ey, der hat mich aus der Box. Ich bin halt rausgefahren. Und als der die Boxen-Dings da weg ist und ich halt übernehmen musste, bin ich halt irgendwie auf die Bremse und einfach weitergerutscht. Dann nicht halt diese Rechts-Links-Kurve, sondern einfach quer drüber in die Wand und weg war der Reifen. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, aber bei mir ist irgendwie alles möglich. Ja, das heißt einfach nicht sterben. Und vielleicht reicht's für die CPU, ich hoffe es. Boah, lass dich hier aus, Alter. Das kann doch nicht sein. Mann, weißt du, wir wollten doch. Das ist so lächerlich. Wir haben noch in der Konstrukteursmeisterschaft Punkte verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen Ferrari auch Punkte verloren haben oder auch Ferrari aufgeholt haben, da bin ich mir nicht sicher. Aber auf Mercedes haben wir auf jeden Fall verloren. Weißt du. Ich bin nicht mal... Ich kenne die Strecke nicht. Ich bin nicht mal gefahren. Doch, du kennst sie. Ja, von letztem Jahr, aber jetzt so halt nicht mehr. Ich bin jetzt saulang nicht mehr gefahren. Ich dachte so, ja, ein bisschen Testfahren wieder wie Belgien. Lief ja ganz gut, ne? Alter. Wir haben eine Einführungsrunde. Alles gut. Ja, ich weiß, aber es ist so... Boah, die spielen, ne? Ich habe heute gute Laune eigentlich. Eigentlich. Jetzt nehmen wir Belgien auf. Und jetzt sehen wir Italien auf. Und dann kommt beides mal irgendwie so eine Scheiße, ne? Also ich würde mich richtig aufregen, wenn ich trainiert hätte und dass mir das passieren würde. Aber bis jetzt... Boah, Halle. Ich mache ganz vorsichtig. Ach, Leute. Ah, Hamilton auch schon eine Zeit gemacht. Man kann mich orientieren, ob meine gute oder schlecht. Ich guck dir jetzt so ein bisschen zu, kann ein paar Regenbilder machen. Oh mein Gott, ich bin richtig schlecht. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Wir cutten jetzt auch nicht, Leute, da kenne ich. Ich bin nur Zweiter. Boah, wie schlecht. Ich bin Dritter. Ja, ich weiß, aber es war doch nicht so schlecht. Na klar, Alter, ich bin gerade so viel besser als die Bots gefahren. Ich meine, okay, aber Belgien und so, aber hier. Ich meine, okay, ich weiß, wo ich meine Zeit verloren habe. Das kriegst du schon hin. Hoffe einfach, dass die Strecke noch besser wird. Das kriegst du schon hin. Leute, jetzt seht ihr mal hier live bei mir, wie ich eigentlich immer Jan zugucke, wenn ich rausfliege. Was ich da alles einstelle und so, das kriegt ihr immer nicht mit, weil ich ja meine Folge beende.
Jetzt kriegt ihr das mit. Alter. Das ist halt schon heftig, ne? Das ist generell. Alter. <Heftig. lacht> Junge. Okay. Fuck. Was war das? Was ja. war das? Alter. Was machst du? Okay, das sah extrem witzig aus meiner Sicht. Ach, scheiße. Roter Frontflügel. Ja, du fährst gleich nochmal raus, dann passt schon. Alles klar, hat er gesagt. Alles klar. Bisschen übers Kies fahren. Ja, das war auf jeden Fall geil. Vor allem die Kamera hat schon eine andere, also ich habe eine andere Kameraposition bekommen. Und dann kamst du einfach nicht mehr um die Kurve. Ja. Man hat die einfach so gesehen, wie du hin und her schlitterst und dann kam die andere Perspektive und dann kommt einfach keiner. Ja, das ist gut. Das war richtig geil. Boah, da steht einer, what the fuck? Ja, nee, der ist auch nur... Bei mir sah das so aus, als steht der da. Cool. Das ist natürlich. Weißt du, auf was ich Bock hätte? Auf ein Safety Car nachher. Ich nicht. Naja, wobei, kommt ja, ich auch nicht, aber ich fände es halt witzig, wenn solche Kacke auch noch passiert. Vielleicht also, ist es ja vielleicht irgendwo dann vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht irgendwo, vielleicht so. Ja, vielleicht. Vielleicht fahre ich mir ja wieder irgendwas komplett kaputt. Vielleicht zieht ja wieder Vettel vor mich, der bisher noch keine Runde gefahren hat. Dann... Ja, dann muss ich halt in die Box und dann ist es ganz gut, dass ich durch den Safety Car vielleicht aufholen könnte. Ansonsten hole ich natürlich anders besser auf. Boah, okay, Mann, mit den blauen Reifen wäre ich 1,8 Sekunden langsamer. Wie ich halt, ohne Spaß, ne, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass jetzt das erste Mal seit langem, dass ich von Platz 20 oder 18 oder so starte, direkt wieder. Zweimal hintereinander, gell. Ah. So, ein Krampf. Ich guck dir gerade zu, wie du in der Box stehst. Ja, das ist cool. Ich weiß. So, ich fahr wieder raus. Dann ist wirklich cool. Musste ein bisschen umstellen, hat mich jetzt noch ein bisschen schwerer gemacht. Für 7,2 Runden habe ich jetzt Benzin mit. Und ja, jetzt ordentlich Reifen aufwärmen und dann... Nicht nur noch ich hab Spaß. Scheiße. Ich hab richtig viel Spaß. Du kannst mal nachgucken, oder kannst du jetzt irgendwie nachgucken, was für eine Zeit Vettel gefahren ist, also der erste? 1,34. Oh mein. 8, ja. Boah, ich muss fast eine Sekunde schneller fahren als meine beste Zeit. Vettel ist 1,35,1. Cool, bisher haben mich jetzt alle überholt. Bisher war ich noch irgendwie 17 oder so, weil noch ein paar nicht gefahren sind. Aber jetzt haben mich alle überholt. Ah, das war ja logisch, dass du. Hä, nee. Ja, einmal ist Vettel Hamilton gar nicht gefahren, ne? Das ja, ist ja das schon mal stimmt, passiert. Aber vielleicht ist das ja mal möglich, ne? Okay, ganz viele sind an der Box. Zwei Ferrari draußen, du bist draußen. Sainz, Hülkenberg, Ocon, Grosjean und du fährst wieder in die Wand. Oh, jetzt muss ich wieder an die Box. Es war schon wieder die Kurve, ne? Ich hab's nicht genau gesehen. Hast du die Kurve? Da war auch letztes Jahr, hatte ich da auch ganz häufig. Machen wir mal die TV-Kamera, dass ich so ein bisschen mitfahren kann hier. Ey, das ist vor allem, ist das richtig ekelhaft, halt auf Regen. Scheiße. Ja, wenn du so weitermachst, bist du wahrscheinlich 6. oder 7. Ach. Wäre ja auch mal was, ne, wenn wir beide nicht von vorne starten. Ja. Weil meistens ist es so, dass dann einer hinten ist und einer vorne, ganz vorne. Und ich glaube. Beide aus dem Mittelfeld hatten wir noch nicht. Boxenstopp. Oh, erstmal sterben. Beide aus dem Mittelfeld haben wir noch nicht gehabt, das werden wir heute auch nicht haben. Aber so ganz hinten und Mittelfeld, das hatten wir auch noch nicht. Aber du fährst eh safe nochmal eine krasse Runde jetzt. Es ist keiner gerade draußen, ich muss rein.
Das ja, ist doch geh gleich wieder scheiße. Raus. Ja, will ich auch. Aha, Leute. Alle an der Box, cool. Ich gleich nicht mehr. Außer ich stehe noch draußen im Regen. Guck mal, da ist doch gerade einer rausgefahren, oder? Nee. Nicht? Ist er rein? Ja, der ist reingefahren. Nein, ich alle drin. Go, so. Jan, go. Wenn du jetzt nochmal in diese Kurve rausfliegst, ne? Dann feuer ich dich. Bei einer Aufwärmrunde, Mann. Ich feuer dich einfach. Ich hasse diese Runde. Warte mal, Kurve. Ey, das ist voll das coole Thumbnail, das ist mir jetzt aufgefallen. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Hier, die Boxengasse mal. Die Fans oben stehen, da unten unsere Namen, die man überhaupt nicht erkennen kann. Sehr gut. Ja. Bin ich da nicht früher drauf gekommen? Okay, dann beobachte ich dich wieder. Okay. What the fuck? Ja, mich hat's auch gerade sehr unsanft aus der Box gelassen. Genau, und ich bin halt einfach weggerutscht. Mit ungefähr 10 km/h gegen die Wand gefahren und mein Reifen war weg. Noch 6 Minuten 30. Oh, du kriegst gelbe Flagge. Ja, mach gerade meine Reifen fahren, damit ich gleich in der ja, Kurve nicht rausflieg. Ich seh's. Muss er jetzt eine Runde fahren, wenn er so nicht angehen. Wobei ich, wie gesagt, ich fände es sogar interessant, auch wenn es natürlich, wird dir natürlich Platz 1 für die Pole wieder gönnen, aber interessant ja. Wäre es trotzdem mal, dass wir beide nicht vorne starten. Ist mit Sicherheit interessant und ich schlag auch nicht ab, dass es nicht trotzdem schaffen könnte, auf Platz 1 zu fahren, auch wenn ich auf Platz 7 oder so starte, aber nicht angenehm. Ja, das ist halt für den Start dann immer ein bisschen gefährlicher. Nee, du schaffst das schon. Auch wenn ich tatsächlich habe trainiert, hier als Vierter sogar zu starten. Du schaffst das auf Platz 1 auf die Pole. Oder Dritter, bin ich mir nicht sicher. Komm, einfach keinen Fehler machen, dann schaffst du die Pole. Ja, witzig. Du musst jetzt nur gucken, raus fährt keiner. Ich weiß nicht, ob vor dir einer ist. Vor mir ist einer, aber ich hoffe, der ist weit genug weg. Ah, ich bin im grünen Bereich, jetzt nicht mehr. Oder doch? Weiß ich nicht. Ja, kriegst du schon hin. 1,34, 8, 9, 2 toppen. Also ungefähr 8 Zehntel besser. Jetzt schon mal, oh ja, das auch, das könnte ich schaffen. Ja, natürlich kannst du. Darfst nur nicht in die Wand jetzt, ne? Jetzt kommt die böse Kurve. Weiß. Oh! Also aktuell wäre ich, glaube ich, Platz 2, wenn ich mich nicht noch weiter verbessere. Ja, machst du, komm. Spockst du. Spieler Sektor. Ah, guckst du. Nur in Sektor 2. Guckst du. Oh Gott, da war ich offensichtlich so langsam, dass ich gerade meinen zweiten Platz absolut sogar wieder verschenkt habe. Dafür bin ich jetzt hier gerade im Rausbeschleunigen relativ gut. Rieche ich die Pole? Nein. Nicht? Nee, oder? Ich riech sie. Oh, das ist aber knapp. Ich riech sie. Ich hab's gerochen. Versuch direkt noch eine Runde. Ja, es kann nämlich sein, dass die dich überholen. Werden die nochmal fahren, ich weiß es nicht. Noch stehen sie in der Box, die meisten. Oh, da bin ich gut. Da bin ich gut gefahren gerade. Vielleicht wird die Strecke gerade wieder besser, ein bisschen. In 10 Minuten soll es auch aufhören zu regnen. Vielleicht ist er jetzt schon ein bisschen weniger oder so. Ah, lilanen Sektor. Wenn ich es jetzt so verbessere. Oh ja, okay. Ich könnte meine Pole jetzt festigen mit dieser Runde, wenn ich keinen Fehler mehr mache. Dann hoffe ich mal, dass du keinen Fehler machst.
Sehr gut. Bitte, bitte. 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 Oh shit. Ist natürlich gefährlich, aber du kriegst das Auto gut unter der Kontrolle. Ja. Let's go. Nochmal über eine Sekunde schneller. Über eine Sekunde, Junge. Das ist heftig. 1,25. Sauber. Boxenstopp. 33,500. Gute Zeit. 1,33. Aber guck mal, Ferrari auf Platz 2 und 3 gerade momentan. Wie gesagt, hier bei ihrem Heimgruppe. Jetzt fahren sie alle nochmal raus. Jetzt fahren sie alle nochmal raus. Stimmt, ist gerade einer nur an der Box. Ja, alle haben ihre Outlap. Eine Inlap. Bin gespannt, wie nah oder ob überhaupt Ferrari nochmal rankommt. Vielleicht kommen sie nochmal nah ran. Ja. Ist jetzt ungefähr 1,3, ja, 1,4 besser. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es bleibt bei der Pole. Aber es wird auf jeden Fall trotzdem, egal wie es ausgeht, das Qualifying, ein spannendes Rennen, weil am Ende wird es nochmal sein, oder je nachdem, ich meine, okay, da wird bei uns jetzt angezeigt, am Ende regnet es vielleicht schon ab der Hälfte, man weiß es ja nie. Ja. Das ist ja immer so nicht ganz genau. Oh nee, dann ist es wieder so ein cooles, spannendes Taktikrennen, wo man direkt rausfliegt. Ganz genau, es ist wieder ein ziemliches Taktikrennen. Da fliegt immer einer von uns raus, weil es darf ja nicht sein, dass wir das cool machen können. In der Tat. Ich glaube, irgendwann kommt Singapur und irgendwie freue ich mich auch ein bisschen auf Singapur, obwohl ich Singapur, also... Ich hasse die Strecke nicht, die ist eigentlich voll cool und spannend, okay. Aber ja, das ist ja auch so ein Stadtparcours. Ja, ich deswegen, ich bin ja eigentlich kein Freund davon. Nee. Du warst, glaube ich, letztes Jahr auf Singapur ganz gut. Ich glaube, ich bin rausgeflogen, ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, stimmt. Das war bis in der ersten Runde, glaube ich, genau. Es war auch Regen, stimmt, ja, im Regenrennen. Ja, und ja, genau. Ich bin da zu Ende gefahren. Ich weiß auch, da hatte ich voll die krasse Taktik, glaube ich, für uns. Für mich, ja. Du hast mir die dann nochmal weitergegeben. Okay, was war das für ein Bug? Bei mir ist deiner einfach an unserer Box vorbeigefahren und hat sich dann hingeportet. Nice. Cool. Mein Auto kann sich übrigens Spiel teleportieren, deswegen bin ich so schnell. Bugs. Bottas und Hamilton vor Ferrari. Mm. Also du hast jetzt Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari hinter dir. Das ist natürlich ein richtig, ja, ich freue mich auf den Start. Mich hast du natürlich auch hinter dir, so 20 ja, Plätze. Ich habe alle hinter mir. Also Vettel und Raikön auf Platz 4 und 5. Okay, Leute. Alter. Ich konzentriere mich. Ich werde das packen. Ich werde es einfach packen. Aber das bedeutet, also vor mir, ja, Raikön und Bottas sind vor mir. Raikön Platz 5, das ist schon mal gut. Bottas Platz 3, auch immerhin der schlechtere Mercedes. Auf geht die wilde Fahrt. Wir müssen ihn jetzt gleich in der Einführungsrunde penetrieren, damit, wie, wann es Regen kommt. Wann das Regen kommt, weißt du? Aber wir sehen, dass er jetzt auch schon ein bisschen bei der Strategie ist. Sieht man das ja auch schon ein bisschen. Weil ich glaube, jetzt ganz am Anfang würde er wahrscheinlich sagen, ja, wetter.de ist down. ich starte auf Rot, fahre 12 Runden und dann gehe ich auf Gelb, fahre damit 15 Runden. Ja, okay, mach ich. Und wirklich die letzte Wolke ist Regen, also vielleicht muss man gar nicht wechseln. Vielleicht. Vielleicht. Mache ich aber auch. Man weiß es nicht. Ich starte mit 30,0 Runden. Hey, ich bin Letzter. Ich habe 29,2. Starte mit. Ich will wieder so 2 Überschuss haben und für den Start nochmal 0,2, dann passt schon. Ja, 29 Runden. Ja, und sowas in dem Dreh ist, denke ich, ganz cool. So. So, dann gucken wir mal, nicht? In der Tat. Letzter Platz wieder bei Leclerc, bloß dass hier diesmal Vettel nicht mit dabei ist.
So, also bis zur ersten Kurve ist der Weg lang. Vor allem. Okay, wie war das Losfahren? Ja, wenn man als erster startet. Ei, 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 ei. Herr ich Frank, nicht grad. Okay, wie war das Losfahren? Gut! Sehr geil! Ja, nochmal! Ich will einfach nur nicht rausfliegen, dann bin ich so zufrieden. Wenn ich irgendwie, wenn ich nur einen Punkt mitnehme, sage ich, hey, okay, wenigstens einen Punkt. Natürlich würde ich gerne Erster werden oder Zweiter, damit ich hier wieder einen Standpunkt setze, aber... Ich wäre für Zweiter, für dich. Ob sich das mal nicht rächt. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt... Du musst aufpassen, ich glaube. Okay, er sagt mir 10 bis 15 Minuten Regen. Wetterbericht? Wetterbericht? Stimmt. Alter. Das heißt, es ist wirklich so. Er sagt mir gar nichts, okay. Es könnte passieren. Warte, wann wechselt man? In Runde 12. Ja. Das heißt. Alter, dass man dann wieder so österreichmäßig war voll lange. Ja, ja, mach ich. Aber 10 bis 15 Minuten und 12. Runden? Wie lang waren die Rundenzeiten gerade? Wobei, das war Regenrunden. 1,40 waren es. Ja, trotzdem, aber das heißt, 12 Runden, da hat es rein rechnerisch zwischen 10 bis 15 und hat es da auf jeden Fall schon angefangen. Ich meine, rein schon bei 12 Runden, wenn jede Runde nur eine Minute gehen würde, was auf jeden Fall nicht stimmt. Ja, aber der Wettebericht stimmt ja nicht so richtig. Und dann fängt es halt an und dann musst du wieder ein bisschen weiterfahren. Ja, aber ich weiß, aber wir fahren ja 12 Minuten und fahren aber pro Runde ungefähr 1,5 Minuten. Also das heißt, eigentlich rein rechnerisch, rein theoretisch, wenn die Aussage stimmen würde mit 10 bis 15 Minuten. Ja, eben. Dann kann man rot und dann wechseln. Ja. Ja. Okay, wir gucken uns das an. Das wird interessant, das wird spannend. Viel Glück. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Ja, ich wünsche dir auch Glück. Ein Red Bull auf Platz 1, der andere auf Platz 20. Ah, heftig. Okay, ich werde von links scheiße. Und von rechts überholt. Ich bin nur noch Dritter. Die ziehen alle von mir weg. Ich habe einen orangen Frontflügel. Scheiße. Ich muss bremsen. Oh, die rammen sich alle weg, danke. Ich habe einen gelb und einen orangen Frontflügel. Scheiße! Hey, die haben sich alle weggerammt. Ich habe gefühlt alle überholt. Wie viel da bist du? Ich bin Dritter. Okay. Beide Mercedes von links und von rechts. Okay, das ist hässlich. Aber hier haben auf jeden Fall noch andere Scheiße gebaut. Was macht Sirotkin? Gelber Frontflügel. Ich hab gelb und orange. Ich hab gelb. Weißt du, Sirotkin ist einfach links neben Perez gefahren und abgebremst. Draußen. Ich wollte Perez überholen. Wetterbericht. Wetterbericht. 10 Minuten Regen. Okay. Ich wollte Perez überholen. Sirotkin ist rübergezogen, hat zugemacht, obwohl er vor Perez war. Und deswegen bin ich dann in Perez rein. Entweder Sirotkin oder Perez. Ja. 10 Minuten, puh. Ein zweiter Hamilton kann wegziehen. Ich halte gerade Bottas ein bisschen auf, weil ich bin natürlich nicht so unglaublich schnell jetzt gerade mit meinem Frontflügel. Ja, bei mir ist es halt auch so. Ich habe natürlich nur ein bisschen, du hast viel mehr Schaden, aber es ist bei mir Alter, auch scheiße. Alter, Junge, sind die schnell, krasser Scheiß. Mercedes, ja, ne? Ja, also nicht nur Mercedes, aber Vettel und Raikön dahinter auch. Die machen richtig Stress. Junge, sind die ja gerade alle richtig hart beieinander. Hamilton haut sowas von ab. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das so schlau ist, wie ich gerade hier fahre. Ah, soll ich an die Box gehen und auf gelb wechseln? Aber eigentlich müsste rein rechnerisch ja mit Rot auch schon für den Regen reichen, aber... Oder gar nicht. Ah, Mann! Ich meine... Ja, ist spannend. Wechselst du oder was hast du ich für einen Ich mach nicht, ich hab einen gelben rechts. Aber er hat gesagt, ich kann noch fahren, bis wir mal an die Box gehen. Ja, ich wechsle auch nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Bei mir läuft's halt richtig gut. Oh, Vettel Platz 3. Bei mir läuft's richtig gut gerade, deswegen habe ich keinen Bock jetzt zu gehen.
Ja, du bist natürlich auch noch bei den nicht ganz so schnellen Autos, aber Vettel hat mich überholt. Keine Chance gegen Vettel. Naja, das ist klar. Tut irgendwas wieder hier an der Hand. Und Bottas hat mich auch überholt. Und ich habe beide wieder zurück überholt. Ja, dann läuft's ja. Geht so. Oh, das war richtig gut. Oh nein, ich hab meinen... Stark! Okay. Bottas hat mich wieder überholt. Fuck, der ist Alter, viel schneller. Wir haben gerade so einen Dreikampf hier. Der ist viel schneller. Warum ist der so schnell? Was der scheiß Regen, komm endlich! Ja, wir sind erst in der dritten. Da plämmen wir hier gerade so viel Zeit, kein Witz. Ja, dann geh an die Box. Ich weiß, der kommt ja noch nicht. Wetterbericht. Wetterbericht. Er in 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Er sagt mir 10 Minuten. Er sagt 10 Minuten. Das kann sich noch hinziehen. Ja, ich weiß. Das sind noch 10, 15 Runden mindestens. Nein, keine 15. 10 bis 15. Ja, 10 Runden dann halt. Das sind auf jeden Fall mehr als 10 Minuten. Also sagen wir mal 10 Runden, weil die Runden ja ein bisschen länger dauern. Junge, wie krass schnell der einfach ist. Ich nie gedacht. Klar haben die auch gute Autos, aber... Ich gehe nicht an die Box. Riskant. Ja, aber ich habe ja einen Fight und solange ich einen Fight habe... Jetzt sagt er mir gerade, es wird gleich Regen geben, in 15 Minuten geht's los. In 15 Minuten? Was? Sagt, hat er gerade gesagt, ohne dass ich ihn gefragt habe. Wetterbericht. Dieser Wichser, ne? Ohne Spaß. Ich wurde gerammt. Digga, boah, das ist mir einfach gerade einfach... Ich bin nicht links oder rechts irgendwie gefahren und ich habe auch nicht gebremst. Jo, roter Frontflügel, ich dreh mich. Hier stehen ganz alle. Normal. Hier stehen alle. Ich kann dich ja jetzt doch an die Box. Hier geben, stehen alle. Stehen. Ja, ja. LOL. Hier sind alle gestanden. Ich hab natürlich. Ich bin in den reingefahren. Ich fahr jetzt einfach weiter. Die stehen immer noch ein paar. Ein paar nicht, ein paar stehen noch. Bin jetzt einfach weggefahren. Raikkonen ist Platz 3. Ich glaube, Bottas hat sich wirklich. Ich meine, ich hab nicht gebremst, bin nur gerade ausgefahren und Bottas ist mir trotzdem drauf gefahren. Keine Ahnung, der war anscheinend so schnell. Er hat Fahrerflucht begangen. Und jetzt habe ich die Kamera gewechselt. Warte mal, ich muss. Kann gut sein, dass der an die Box gehen muss. Ich hab gerade Fahrerflucht begangen. Alter, ich habe 6,3 Sekunden schon Abstand auf Hamilton. Innerhalb von 4 Runden. Ich weiß nicht, oh Mann, wenn jetzt ein Safety Car gekommen wäre, wäre ich in die Box gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Nee, ich bin ihm nur ein bisschen drauf. Ich habe jetzt rechts anstatt gelb halt rot. Fährst du auch mit roten Frontflügel? Nee. Ich hab, warte. Ich würde gleich sagen, ich hab rechts orange und links gelb. Okay, dann ich gehe auf jeden Fall dann. Ich wechsle auf rot. Ich bin siebter übrigens. Achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Ich bin gerade durchge. Wow, Alter, ist der doof? Ich werde natürlich richtig Zeit verlieren jetzt. Durchgehend dritter, vierter, fünfter, alles so dazwischen bin ich gerade. Ah ne, fünfter nicht, aber zwischen zweiter, dritter und vierter bin ich gerade alles quasi. Ich werde wieder letzter sein wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt hinter mir ist. Ist das Vettel und Raikkonen oder ist das Vettel und Bottas? Das ist Raikkonen und Vettel. Bottas ist weg. Okay, ich bin... 10 bis 15 Minuten Regen, wollt ihr mich verarschen? Ich bin vom Platz 7... jetzt zurückgerutscht auf Platz 16. Aber wenn die alle nochmal in die Box gehen, bevor die auf Regen wechseln, wäre das ja ganz cool. Es kann echt sein, dass alle nochmal wechseln und danach kommt Regen und ich kann durchfahren mit meinen roten jetzt. Dann haben wir ungefähr gleich viele Boxenstops halt. Ja, das mache ich jetzt auch. Boxenstopp.